Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme von Jump League auf mc.playminity.com. Und es geht auch jetzt direkt los, beziehungsweise wir werden jetzt dann tippet. So. Und heute habe ich mal wieder zwei Themen anzusprechen. Das erste ist, es geht nochmals um Epic 2. Und das zweite ist, es geht mal um die Homepage. Und ich dachte mir einfach so, um kurz mal so zwei Themen anzusprechen, kann man ja mal Jump League spielen. Da kann man ziemlich gut Themen ansprechen, finde ich. Und deswegen mache ich das jetzt einfach auch mal. Wie gesagt, erstes Thema ist Epic. Epic 2 startet ja morgen um 12 Uhr. Von euch aus gesehen zumindest. Bei uns hat ja die erste Aufnahme schon am letzten Samstag gestartet. Und bei euch startet Epic halt morgen um 12 Uhr auf allen Kanälen. Ich hoffe mal, dass ich daran denke und unten in der Beschreibung einfach mal alle Kanäle einfach mal verlinke, die mitmachen. Und da dürft ihr dann morgen gerne vorbeigucken. Es beginnt morgen um 12 Uhr. Wer da Lust hat, darf gerne mal vorbeigucken. Ist auf jeden Fall spannend, das so viel kann ich schon mal verraten. Ich bin übrigens im Team mit Chat gebannt und wir sind Hashtag Linepower und ja, gegen uns kämpfen 8 andere Teams. Dieses Mal in Epic 2 und ja, ich kann auf jeden Fall sagen, es ist spannend, ihr dürft gerne vorbeigucken, überzeugt euch selbst da mal darüber. Wenn ihr übrigens Tipps oder Vorschläge oder keine Ahnung was habt, einfach in die Kommentare damit. Die kann man immer gebrauchen. Oh, und runtergefallen. Schade. Naja, das zweite Thema, was ich anzusprechen habe, ist die Homepage. Ich werde jetzt wieder ein bisschen ausschweifen bei diesem Thema, weil es ist so, dass vielleicht viele von den etwas neueren Zuschauern diese Homepage gar nicht kennen oder vielleicht noch gar nie drauf geklickt sind. Und ja, da würde es mich auf jeden Fall mal interessieren, wer war denn schon mal alles auf der Homepage? Wer hat die schon mal gesehen? Wer war schon mal drauf? Was denkt ihr dazu? Ist das etwas Gutes? Ist das jetzt eher etwas, wo man sagt, ja, nein, das brauche ich eigentlich gar nicht, das ist überflüssig? Oder sagt ihr, ah doch, das ist ganz gut, da kriegt man gute Informationen drauf, benutze ich vielleicht wieder mal? Oder wenn man drauf geht und sagt, nein, das ist überhaupt nichts, das ist nur Zeitverschwendung drauf zu gehen, keine Ahnung, ist jetzt vielleicht ein bisschen hart gesagt. Aber da würde mich auf jeden Fall eure Meinung in den Kommentaren auch mal sehr interessieren. Was denkt ihr dazu? Wäre es sinnvoll, diese Homepage wieder zu aktualisieren? Weil die war jetzt ja immerhin 6 Monate sozusagen inaktiv. Das heißt, sie ist zwar da, aber wurde nicht mehr aktualisiert. Findet ihr, das ist eine gute Idee? Dann würde ich sie auf jeden Fall auch ein bisschen ausbauen. Oder nicht? Ich kann ja auch mal kurz fragen, wer von euch war denn schon mal auf dieser Homepage? Und das habe ich jetzt gerade nicht begriffen, warum dass ich da runtergefallen bin. Aber egal, machen wir es nochmals. So, ich habe noch keine Chestplate. Das gibt's doch nicht. Das ist Betrug. Wer von euch war denn schon mal auf dieser Homepage? Also ich rede von robeck.metrado.net. Wer war da schon mal drauf? Ups. Der darf das auch gerne in die Kommentare schreiben. Und die, die schon mal drauf waren, was? Ja, was ist eure Meinung sozusagen zu dieser Homepage? Oder ist sie überhaupt nötig? Oder was auch immer. Weil ich habe die ja am Anfang ziemlich fleißig und regelmäßig aktualisiert. Ich würde das
in Zukunft auch wieder machen, wenn sich das Ganze gewünscht wird und die Homepage wirklich gebraucht wird, sehe ich da auch kein Problem drin. Übrigens als Hintergrundinformation, die Homepage wurde nicht von mir selber geschrieben. Ich hatte es aber vor und ich hatte auch schon eine Homepage selber geschrieben. Wollte ich eigentlich im Jahresrückblick-Video zeigen, habe es dann aber trotzdem nicht gemacht. Und habe dann aus Gründen, und warum falle ich jetzt immer hier runter? Okay. Hab das dann aus Gründen nicht gemacht, sondern eine andere erstellt. Mit Hilfe eines Programms. Also, aha, wie heißen die schon wieder? Es gibt dafür einen Ausdruck, aber den weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Mann. Irgendwas mit what you see is what you become oder in so was ähnliches. Halt das, was du auf einer, ja, sozusagen in einem Bereich so darstellst, wie du es möchtest, das wird dir dann als HTML und CSS-Code einfach so ausgeworfen. Und dieser Sprung da ist schwierig. Und ja, ich habe das dann das Ganze so gemacht. Und mich würde echt mal interessieren, ob ihr diese Homepage nützlich findet oder nicht. So, und ich möchte mich jetzt nochmals kurz hier auf das Gameplay konzentrieren. Vor allem nachher auch im Deathmatch. So. So. Und jetzt haben wir sogar ein Steinschwert und eine Eisenchestplate. Nice. Und sind jetzt auch wieder Erster hier. Zusammen mit Hugli. Die Enderchest kriege ich auch noch. Und noch eine Eisenhose. Sehr gut. Oh, und ich falle einfach nach unten. Das ist ein bisschen weniger gut. Aber egal. So. Schon fast wieder runtergefallen. Okay. Weil ich ab der Kiste gesneakt bin. Der Sprung ist weit. Ja, es geht zwar. Gibt schwerere Sprünge. Das hier habe ich aber überhaupt nicht gern. Nein. Ich weiß gar nicht, ob man da so springen muss oder direkt an die Leiter kann. Ich versuch's, wenn ich nochmal so weit komme, direkt an die Leiter zu springen. Aber ich vermute mal, dass das eben nicht geht. Naja, ich denke mal, dass wir hier nichts mehr hinkriegen. Aber dieser Hugli kommt auch nicht mehr ins Ziel. Er hat zwar dieses Modul, glaube ich, geschafft, aber ins Ziel kommt auch nicht mehr. Nee, egal. Eisenchestplate, Eisenhose, Eisenhelm, so. Schüchen habe ich nicht bekommen, aber das spielt gar keine Rolle, weil die Schuhe ja sowieso gleich gut sind. Ich habe sogar eine Werkbank. Oha. Das ist ja mal was Spezielles und der möchte sich hier versneaken. Nichts da. Und du, was möchtest du denn? Meine Güte, was wollen die? Kommt das mal jemand zahlen und warum backe ich manchmal immer wieder so zurück? Das ist ein bisschen nervig. So. Wir haben auf jeden Fall gutes Equip. Da muss mir niemand sagen, dass das nicht gut ist. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass das PvPieren hier so ein bisschen komisch ist. Ich weiß nicht warum. Aber. Alter! Jo, chill mal. Nö, einfach nur nö. Hä? Was ist das? Der ist unsichtbar. Das war echt komisch.
weiß jetzt nicht genau, was das war, aber das war richtig komisch. Hat da Playmenti irgendetwas verändert oder so? Ich habe allgemein das Gefühl, dass das PvP hier drauf jetzt komplett anders ist neuerdings. Ich weiß nicht warum, aber das ist so dieses Gefühl, was ich habe. Also ich bekomme andere Hits ab, drücke andere Hits etc. All diese ganze Hitsache. Aber ich weiß natürlich nicht, ob das stimmt. Okay, das Spiel hat er zum Schluss noch geleckt. Hä? Kompass zeigt auch einfach irgendwo hin. Dieser Hit war schon wieder komisch. Also entweder hat der Spieler geleckt oder das war wieder so ein komischer Hit. Nee. Okay. Das nehme ich noch mit. Und dann nehme ich auch noch die Eisenschuhe mit. Dann bin ich voll Iron. Und dann läuft das auf jeden Fall. So. Dieser 007 Tarek war doch beim Jump'n'Run gar nicht so weit. Jetzt aber echt gut im Deathmatch dabei. Meine Güte. Really? Wie kommt man da bitte schön hoch? Nö. Nö. Okay, perfekt. Und da mal wieder Left the Game, alles klar. Da mal wieder die MCPs über mir. Cooles Anti-Cheat auf jeden Fall. Hab mich am Anfang richtig erschreckt. Als das erste Mal oder so passiert ist, dachte ich, what the fuck, was jetzt passiert. Aber das ist ja mittlerweile normal. So, jetzt ist der auch nicht mal unsichtbar oder so. Oh, das war ein bisschen scheiße. Aber du hast nicht so gute Rüstung, deswegen kriege ich dich trotzdem. Und dann verbleiben jetzt noch zwei Spieler. Mapex, MC und Kampfwalnuss. Oh, du leckst ein bisschen. Oder das Server leckt, weil der hat 5 Internetbalken. Keine Ahnung, was da jetzt genau ist, aber egal. Da ist er auf jeden Fall wieder am Start. Und ich treffe mit der Angel nicht. Komm her. Bleib stehen. Du hast eh keine Chance. Was denken sich die Leute immer? Dass sie mit Wegrennen noch eine Chance haben oder was? Wegrennen ist sogar eigentlich fast dämlicher. Genau. Als drauf zu gehen. Ich krieg leider kein Eisen mehr. Deswegen mache ich mir einfach ein Feuerzeug. Dann habe ich immerhin etwas Spezielles. Und muss jetzt zu diesem Spieler da. Die Frage ist, wie der da hochgekommen ist. Hackt der? Oder kommt man da wirklich hoch? Ich sehe jetzt auch nicht gerade einen Jump'n'Run, was irgendwie da hochgehen würde. Vielleicht von da oben dahin? Ist das möglich? Das ist doch nicht möglich, oder? Oder ist das möglich? Ich weiß es nicht. Komm, runter. Wie denn? Ich bin mal gespannt, was er jetzt antwortet, weil... Also ich weiß nicht, wie man da hochkommen sollte. Hinten... Hinten Sam Haus ist ein Baum. Hinter dem Haus ist ein Baum. Tatsächlich, hier kommen wir wahrscheinlich wirklich hoch. Das ist die Frage. Hier, hier. Ja, hättest du dir so gedacht, ne? Naja, da wollte er mich wirklich überraschen.
Naja, egal. GG, würde ich mal sagen. Ich habe trotzdem gewonnen. Der hatte halt equip-technisch echt keine Chance. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe mal auf eine schöne Diskussion, vielleicht in den Kommentaren, was das ganze Thema Homepage oder so anbelangt. Oder vielleicht auch ein paar nette Kommentare morgen unter dem Epic-Video. Naja, dann sehen wir uns morgen auf jeden Fall bei Epic 2. Und bis dahin eine schöne Zeit und tschüss.